Leute, and yay, hello friends of Red! Unboxing-Video. Menzel Exclusive-Modell ist heute eingetroffen. Eine Woche drauf gewartet. Keine Ahnung, ob der Versand so lange gedauert hat. Also, die haben es pünktlich verschickt, aber war lange unterwegs. Im Hintergrund seht ihr gleich vielleicht meinen Bahnbaugruppezug mit der 225er. Und das ist eine neue Lok. Wo ich Vorabfotos gesehen habe, habe ich gedacht, das Ding sieht so heiß aus, das musst du haben. Nur Nupsis, ich hasse Nupsis. Ich hasse Nupsis. Jetzt ziehen wir mal eben raus hier. Mittwochsruhetag. Das wird wohl die Rechnung sein. Jo. Und hier haben wir das schöne Modell, natürlich ein Roco-Modell, denn es ist ein Menzel-Exklusiv-Modell, limitiert. Da habe ich ja schon welche von, da habe ich auch noch welche vorbestellt. So, haben wir hier mal Seite hier, oder so. dB, Gleichstrom-Sound. 143 der Bahnbaugruppe. DB Bahnbaugruppe. Gucken wir mal eben. Mal gespannt. Boah. Sprachlos. Wirkt geil. Wirkt richtig geil. Wisst ihr was? Ich mache daraus kein Unboxing. Ich lasse es auch fahren. Unboxing und ein bisschen Testing hier. Tatsächlich hier. Macht was her. Hier die Griffe sind zugerüstet. Vorne weder Scheibenwischer noch Handgriffe. Muss man wieder fummeln. Ich will mal eben gerade was gucken, wo wir hier bei sind. Das ist ja ein Roco-Modell. Jo, geht leicht zu öffnen. Schauen wir mal uns das Modell näher an. So, da haben wir die Lok hier auf meinem sogenannten Pull-Gamier-Gleis. Dieser Teil hier, wo Digitrax dran steht, ist mit dem PR3 verbunden und mit dem JMRI. Weil wir hier ein CIMO haben und da drüben die Seite steht ESU dran. Das ist ja für meinen ESU-Decoder. So, ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen. Ich zoome mal ein bisschen. Wir lesen erstmal die Basis aus, ob der Decoder erkannt wird. Also Probefahrt habe ich gemacht, Lok ist 1A, super Kriechgang. Änderung auslesen, diese Seite auslesen. Lese CV29, jo. Decoder ist also auch fürs Auslesen in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, unten hier für CIMO Decoder nehme ich immer Direct Byte statt Pageant Mode, also fahre ich mal ganz gut. So, ausgelesen, Basisadresse ist die 3, wir machen die, ändern die aktive Adresse auf die Loknummer, das ist die 352, wie ich das ja immer mache. Gehen wir auf Erweitert, machen wir hier die 352, 5, 2. Gehen auf Änderung dieser Seite schreiben. IO hat er gemacht. Das ändere ich bei Rocolox. Dann machen wir hier mal eben die CV-Tabelle auf. Lesen mal die CV4 aus.
ist die fürs Bremsen. Ist auf 16, ist mir zu hoch bei diesem Modell. Das halbieren wir und machen da eine 8 von. Gehen auf Schreiben. Ja. Keine Ahnung, ob ihr sehen könnt. So ein Bildschirm kann man sehen. Gehen auf Schreiben. Hat auch gemacht. Dann suchen wir uns als nächstes. Und das ist mir bei der Probefahrt aufgefallen. Wir gucken mal eben die CV153 raus, wegen dem Pufferspeicher. Da haben wir ja schon öfter das Thema, dass die Rokoloks vom Werk aus, steht ja auf 0. Wir lesen dann mal eben aus. Ich glaube, hier steht der nicht auf 0. Dann, als ich den Strom von der Anlage weggenommen habe, testweise ist das Frontlicht langsam ausgedimmt. Lesen. Tatsächlich 0. Wir drehen das mal eben hier hoch auf 255. Schreiben das. Hat er gemacht. Gut, dann testen wir es auch gleich auf dem Gleis. Wir haben hier, könnt ihr sehen, die Adresse hat er genommen. Die 352. Da können wir jetzt hier Licht an- und ausmachen, wie ihr sehen könnt. Wir haben auch Führerstandsbeleuchtung 1. Kann man sogar jetzt hier eine Kamera sehen, ne? So, ich mache nochmal an. So, mit F10 die Führerstandsbeleuchtung 1, F11 die 2 und dann haben wir noch mit F12 Führerstandsüberbrückung. Da kann man dann beide gleichzeitig anmachen, egal in welche Fahrtrichtung man fährt. Ah ja, hinten haben wir das Licht rot. Das kann man auch noch abschalten. So, Fehler meinerseits. F12 ist das schlussig rot. Ich habe mal Fahrtrichtung gewechselt, könnt ihr sehen. Mit F12 ist das abschaltbar. Und F13 auf der Seite. So. Zack. So, dann gucken wir mal, wie das Lautmodell klingelt. Klingelt. Machen wir mal aus. Ah ja, hier nochmal Test. Jetzt nehme ich Strom weg. Achtung, jetzt. Okay. Nun, kleiner Pufferspeicher. Egal, läuft wunderbar das Modell. Eine Neuerung, deswegen hatte ich am Anfang hier gespreizt, weil das fühlte sich an. Ich kenne das bei Roco-Modellen, wenn man die aus der Verpackung nimmt und anfasst, dass sie ein bisschen Bewegung ist. War bei diesem Modell nicht. Und laut der Bedienungsanleitung, ganz kurz, ist auf Seite 2, um das Gehäuse hochzunehmen, muss man die Halterung, die Pufferbohlen dran sind und andere Zugriffsteile, Schläuche, abnehmen, da hatte ich schon mal geguckt. Deswegen habe ich die hier schon mal so leicht gelöst. Man kann das ganze Teil hier auf beiden Seiten abnehmen, die Zugriffsteile. Vielleicht geht das ja dann noch leichter zuzurüsten. Auch auf der Seite. Jo. Wie gesagt, das geht so leicht ab, weil ich das vorher mit der Pinzette schon angezogen hatte. Jetzt müsste das Gehäuse abgehen. Jo, geht wunderbar ab. Hier seht ihr den Pufferspeicher. Das ist sogar ein 1000er, kein 220er. Ich zeige euch das mal eben. Und hier ist der CMU-Decoder. So, dann machen wir weiter. So, haben wir das Modell hier mal in der Aufnahme. Führerstand 1 zugerüstet. Der Druck ist 1A hier mit der Bahnbaugruppe, der Schriftzug hier. Also Führerstand 1 zugerüstet und Kato-like die Griffstange angebaut, auch auf der Führerstand 2 Seite. Die Scheibenwischer sind geätzte Metallteile. Wir können ja mal die Spitzenlicht-Führerstandsbeleuchtung anmachen. Ja, sieht fein aus. Rüsten wir das Ding mal auf. Ich zeige euch noch mal eben ganz kurz. Der Dachgarten ist auch fein, ebenso die Drehgestelle, die Bedruckung. Ich habe versucht, mal echt für euch den Fleck wegzukriegen von der Linse. Es geht einfach nicht. Aber egal. So, dann rüsten wir das Ding mal auf.
jetzt im Totten gelandet. Das ist das kürzere. Fahren wir mal an, Speed Set 1. Leute, das ist Speed Set 1, nicht schlecht, ne? 4. Fünf, sechs, sieben, neun, zehn. Das macht etwas her in der Generation. So Leute, zu früh gedrückt, egal. Das ist die 143 von Rocco, der Bahnbaugruppe, der DB. Und ja, ist ein richtig tolles Modell. Klar, ist ein Menzel-Exklusivmodell, kostet natürlich seinen Teil, aber macht echt Laune. So, ich habe für mich nur die Lichtfunktion, praktisch Spitzensignal, die beiden Vorstände und halt zwei Lichtrot und Fahrsound und die beiden Hörner auf die Tasten der Pico Smart Control gelegt. Hier könnt ihr nochmal das Licht sehen. Ausmacht. Leise aus. Sieht echt fein aus. Wie gesagt, vorne zugerüstet für Vorstand 1, weil kommt der hier an meinen Bahnbauzug. Rüsten wir nochmal auf. Führerscheinsbeleuchtung kann man sogar sehen bei dem Licht. Fahren wir mal Speedzer 1 los. Fahrstufe 1. Riecht vor sich hin. Nicht schlecht, ne? 2. 3. 4. 5, 6. Läuft wunderbar. Wollen wir mal zeigen? Ich hoffe, hat euch gefallen, die Vorstellung von dem Modell. Bis denne!